Mein Name ist Thorsten Kurch, ich bin Küchenchef im Mitarbeiterrestaurant und heute präsentiere ich Ihnen mein Weihnachtsmenü, was ganz einfach zu kochen ist für jedermann und was, denke ich mal, schnell fertig ist ohne großen Aufwand. Wir starten mit einem winterlichen Salat, Blattsalat mit Kakis und Cranberries. Als Hauptgang gibt es Schweinefilet mit Süßkartoffelpüree und einer Lebkuchenjus und der Abschluss bildet das Heidelbeertöpfchen. Natürlich müssen wir jetzt so anfangen, dass alles ungefähr in der gleichen Zeit fertig ist und wir müssen bedenken, dass verschiedene Lebensmittel eine verschiedene Garzeit haben. Deswegen starten wir jetzt mit den Süßkartoffeln, die ich jetzt schon mal angesetzt habe. Die können nebenbei köcheln. So, wir starten mit unserem winterlichen Salat. Dafür benötigen wir Walnüsse, Cranberries, Olivenöl, Balsamico-Essig, Senf, Schalotten, Rosinen oder Cranberries, Salat, Salatmischung, Zucker, Pfeffer und Salz. So, für das Dessert benötigen wir Heidelbeeren, Puderzucker, Rosmarin, Zucker, Joghurt, Schmand und Zitronenabrieb und eine halbe Zitrone. Wir starten. Zuerst lassen wir den Zucker karamellisieren. Dazu einen Esslöffel Zucker in einen Topf geben und den Zucker karamellisieren lassen. So, der Zucker fängt jetzt an zu karamellisieren. Jetzt geben wir gleich die Heidelbeeren dazu. Schwitzen die kurz 1-2 Minuten an, löschen mit Zitronensaft ab, geben den Rosmarin dazu. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, nicht zu oft die Heidelbeeren umrühren, sonst werden die matschig und zerfallen. Wir wollen die ja schön in der Konsistenz haben, deswegen nicht zu oft rühren, dass die Heidelbeeren schön ganz bleiben. Ja? So, jetzt haben wir die richtige Konsistenz erreicht. Zum Schluss noch ein Spritzer Zitronensaft dazu. Und jetzt stellen wir die Masse für eine Stunde in den Kühlschrank. So, jetzt starten wir mit der Joghurt-Schmandmasse. Die rühren wir jetzt glatt und stellen sie auch erstmal kalt. So, für den Hauptgang benötigen wir Schweinefilet, Rotwein, Sahne, Süßkartoffeln, Rosenkohl, Paniermehl, Lebkuchen, Butter und Olivenöl. Blanchieren. Jeder fragt sich jetzt, was ist Blanchieren? Ich würde das jetzt mal frei so übersetzen, dass man das Lebensmittel kurz in kochendes Wasser gibt, in gesalzenes, das kurz gart, danach kalt wieder abschreckt und dann, dass man das Lebensmittel danach weiter verarbeiten kann. In unserem Fall braten wir es ja nochmal kurz in Butter an, nur dass, schon mal eine leicht, dass es leicht gegart ist und dass wir es dann nur noch verenden müssen, in dem Moment braten. So. So, wir starten jetzt mit dem Schweinefilet. Das habe ich mir bereits in 4 Medaillons geschnitten und braten es jetzt an. Wichtig dabei ist jetzt, das Fleisch ruhig braten zu lassen. Einmal drehen. So ist es perfekt. Sehen Sie, es hat eine leichte Kruste mit einer Prise Salz würzen. Und jetzt bei 160 Grad 10 Minuten im Backofen. Jetzt mit Rotwein ablöschen. Den Lebkuchen dazu. Der verleiht der Soße auch gleich die Bindung. Zum Schluss schmecken wir die Soße noch ab mit Salz, Pfeffer und wer möchte noch ein wenig Zucker, wenn das jetzt zu säurehaltig ist durch den Rotwein. So, die Süßkartoffeln sind jetzt fertig, sind weich. Wir gießen die jetzt ab, dämpfen die noch mal kurz aus. Das heißt, wir stellen die noch mal ohne Flüssigkeit auf den Herd, dass die restliche Flüssigkeit, die in den Süßkartoffeln ist, noch mal verdampft. Füllen das dann mit Sahne auf, rühren es glatt und haben so unser Süßkartoffelpüree. So, in der Zwischenzeit, in der das Püree jetzt vor sich hin köchelt und die richtige Konsistenz erreicht hat, richten wir jetzt schon mal unser Dessert an. Wie Sie sehen, haben die Heidelbeeren jetzt die richtige Konsistenz erreicht. Durch den Zucker und die Kühlung ist es jetzt schön fest geworden und geliert. Auch unsere Schmand-Joghurtmasse hat jetzt die richtige Konsistenz erreicht. Jetzt können wir mit dem Einschichten in die Gläser beginnen. Jetzt eine Schicht Heidelbeeren. Als Topping. Zitronenabrieb
das erst bitte kurz vorm Servieren. Für den Schneeeffekt ein bisschen Zucker. Jetzt starten wir mit unserem Dressing für den Salat. Wir schwitzen kurz die Walnüsse an. Ohne Fett. Und gleich in einen Arbeitsschritt weiter. Olivenöl. Schalotten. Cranberries oder Rosinen. Alles kurz anschwitzen. Schalotten kurz Farbe bekommen lassen. Ja, kurz durchrühren. Mit Balsamico-Essig ablöschen. Nun können wir auch schon zum Anrichten kommen. Wir verteilen unseren Salat. Was von dem Dressing. Kakis. Und fertig ist unser winterlicher Salat mit Walnüssen und Kakis.